trotzdem sagen, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Daisy mit dem MMCR-Clan. Heute mit dabei der Eddie, der Benny, Servus, der Mark. Mark nicht, dann halt nicht. Und Grimmi auch nicht mehr, ne? Läuft nicht. So, ich bin jetzt draußen. Ich muss noch eben 20 Minuten zu versuchen mitzuspielen. Nee. Ja, wir sind oben auf den Steinen, gell? Ach so. Das eine, ja. Ich muss aber noch eben Hellgrün Hydrated trinken. Ach, wenn du in, nicht von hier, das ist Salzwasser. Ja, ich such gerade den Tümpel. Der ist da hinten. Auch wenn du während der Animation bist, einfach weiter F drücken, dann trinkt er die ganze Zeit weiter. Aber muss halt auf deine Anzeige achten. Sonst kotzt sich hier auch noch. Dann kotzt er wieder. Zum Kotzen dann. Zum Kotzen. Ich hab Lachdurst. Jetzt nimm doch diese Anzeige, Kau. Hallo. Trink Water, da war's doch bald. Wo ist denn? Da. Boah, voll der kleine Punkt, den ich da treffen muss. Ja. Also wir sind ja in der letzten Folge sind wir gestorben. Wieder mal auf dem Airfield. Ey, ich gehe nie wieder zu diesem scheiß Airfield. Doch. Eigentlich macht es aber auch am meisten Laune, hey, aber. Wir haben einen umgeliehen, das war bloß eine schlechte Denkweise von uns, dass da vielleicht nicht noch jemand war. Ja gut, ich habe ja draußen. Vielleicht hätten wir auch sagen sollen, wie der Spieler aussieht, weil vielleicht hat der eine ja mal einen blauen Rucksack gehabt, der hat einen anderen. Den mit dem blauen Rucksack habe ich nie gesehen. Auch nicht. Ich habe beide nicht gesehen. Der eine war schon tot und der andere hat mich getötet. Hey, wie lange dauert denn. Jetzt habe ich wieder diesen scheiß Trinkwater-Punkt. Boah, das dauert ja ewig. Oh, komm doch hoch, ich bin auch neutral, komplett neutral. Ja, das Problem ist, wir laufen ja nicht wirklich durch die ganze Stadt, oder? Wir laufen jetzt Hochrichtung. Ja, im Novo durch die Stadt laufen, haben wir wieder lauter Zombies am Marsch. Obwohl, da gibt's eine Dings, da gibt's einen Laden. Ein Einkaufsladen. Essen so oder so durch mal durch ein Dorf, also. Ja, ein bisschen was zu essen, zu trinken wäre ja nicht so schlecht. Da kommen wir nicht dran vorbei. Einer muss dann die Zombies weglocken. Genau, der andere lootet. Und ich punch die ganz sicher nicht wieder weg. Alle beide hier. Nee. Ihr wollt wohl nie beim Boxen oder was? Timo, komm mal, du. Ja, das wird halt nicht. Das dauert ewig, weil er hier die Animation meint, er müsse sie jetzt auskosten. Ist besonders für den Zuschauer richtig geil, ne? Die ganze Zeit sieht man mich vor so einem See beten. Bringt doch vom Regen. Hey, komm schon mal hier nach oben? Ja, ich komm. Jetzt lass ich den noch schön einmal fertig trinken. So, muss reichen. Ach, jetzt ist er auch Hölken. Nee, ist nicht Hölken. Wie kommt man da am dümmsten hoch? Außenrum, ne? Bin geradeaus hochgelaufen. Mhm. Über die Felsen? Über die Felsen ganz nach oben. Und ich laufe jetzt um Richtung Sonne. Genau, einfach ich auch. Ja. So, nach oben laufen, muss ja gerade mein Kumpel was schreiben. Also habe ich nicht mitbekommen, nicht hier alle weglaufen von mir. Wir sind doch alle da. Ja, hier vorne läuft aber einer vor mir, ne? Ja, hier ist der Eddie und hier bist du da unten. Hä? Ja, wo denn? Ich sehe euch nicht, bin ich jetzt abgelaufen irgendwie. Ich bin genau hinter dir. Dreh ich mal um. Hab ich umgedreht. Ach so. Da bin ich. Und hier unten kommt Timo. Hier, Herr Timo! My stomach grumbles! Also, wie läufst du denn den Berg hoch? Das kann ja auch nicht schnell gehen. Halt, nicht weglaufen. Das Chainsaw, Mann. Tut doch schreiben. Ah, oh. Ja, tut mir leid. Macht nichts. Das war sinnlos, dass wir hier hochgelaufen sind. Wir können ja wieder runter. Wir hätten der Straße doch folgen sollen. Das ist einfach nur. Keine Aufhören zu spammen. Boah, da ist eine Futterkrippe. Da ist gerade ein Wildschwein. Weiß ich.
Nein, die Futtergrippe. Hast du gerade was zu mir gesagt? Ja, erst müsst ihr einmal erwischen mit der Säge. Danke Ideen hier wieder. Wir prügeln das einfach mit unseren Fäusten zu Tode zu dritt, jagen das Ding hinterher und dann nehme ich das mit der Säge aus. Ganz einfach. Wir machen das wie Bear Grylls. Das wird Dings gemacht wie. Bear Grylls macht das mit Stein. Kieseln. Ja, okay, aber ganz wie Bear Grylls will ich auch nicht sein, weil, hallo, der Typ trinkt Wasser aus Elefantenkacke, der Ding steht echt. Ja. War er nicht irgendwie beim Militär oder so? Bei der SAS oder wo der war? Spezialeinheiten. Da fährt links hoch. Da ist ein Feldweg, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Normalerweise müsst ihr einfach den Kienen hinterherlaufen, weil die führen direkt dorthin. Aber ich will wieder abkürzen. Ach, du willst wieder abkürzen? Da oben ist, glaube ich, ein Feldweg. Ja, wenn ich dich jetzt noch sehen würde, würde ich dir hinterherlaufen, aber ich bin jetzt gerade auf dem. Wir sind ganz genau parallel laufen wir. Ich muss aber nach links nach oben. Okay. Okay. Ah, da ist er ja. Da sind sie ja, meine zwei Sprinters. So, wo bist du? Ich komme jetzt von rechts. Sie ist sehr apart, wo es mit deiner. Ich will das nicht so einen Bogen auf dem Gleis machen, weil ich glaube, dass wir Novodomirsk auch nicht so hart verfehlen können, weil die Stadt einfach nur riesig ist. Nee, die ist jetzt genau geradeaus im Prinzip. Wenn, dann treffen wir auch wieder auf die Gleise. Nee. So viel falsch machen können wir nicht. Nö. Es tut mir ja fast schon leid, dass schon wieder eine Wanderfolge. Obwohl, wenn ich jetzt eine Weile einfach gerade auswandere, könnte ich jetzt einfach auch mal ein paar Lieder einspielen. Jetzt wird beim Regen von Billy Talent, Rusted from the Rain. Was denn? Ah, nee. Meine besten Kumpels kommt am Dienstag zu mir ins Geschäft. Ah, das kann ja was werden. Ich hätte jetzt gerade fast was gesagt, aber ne. Aber wir müssen es weiter links halten, oder? Meine ich nicht mal. Wart aus. Ja, also den Weg bin ich oft gelaufen. Ja, einer links, einer rechts, ich bin in der Mitte. I feel hungry. Ich fühle mich ungarisch. Ich auch. Aber mir auch. Und Sokrates fühle ich mich auch. Sokrates bin ich auch. Finde ich wenigstens gut, dass sie jetzt so fast auf alle 2 Kilometer irgendwelche Tümpel oder irgendeinen Bach oder sowas findest, dass du wenigstens kann nicht ich auch noch sagen, Durst macht das hast. Sinn? Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Nein, das macht keinen Sinn? Okay, macht das keinen Sinn. Regnet das wachsen eigentlich? Wachsen ja auch irgendwo in den Wäldern wachsen ja auch irgendwie so Pilze. Es wäre lustig, wenn man die mal so so aussammeln kann und dann essen. Ja. Wir gehen Pilze sammeln. Und dann, da vorne ist schon. Eine Barn. Oder? Ja, eine Scheune. Und da auf. Ich sehe Kirche. Ich sehe tote Kirche. Jetzt wäre es aber echt nicht schlecht. Da rein. Ah, also die looten wir jetzt einfach. Wir müssen halt zusammenbleiben, dass immer einer die Zombies weglockt. Das bin nicht ich. Du? Nicht ich. Gibt's gar nichts hier drin. Hier ist so ziemlich nothing at all. Wo gehen wir zuerst rein? Am besten ein bisschen weiter weg von den scheiß Hochhäusern. Ah, wir sind noch gar nicht in Novo. Das ist das Dorf davor. Wie heißt denn das? Doch, das ist Novo. Das ist Novo ist weiter links. Ach, die Stadt, ja, okay. Ja, das ist Svetlo Jarsk, oder wie das heißt. Mal hier ist eine Polizeistation. Ja. Wo ist sie? Geradeaus, runter. Ja, ihr müsst dran denken, dass da ein Zombie vor euch auf dem Feld steht. Wo ist denn da ein Zombie? Ich sehe keinen Zombie. Zombie! Wenn du ihn schon siehst, dann kannst du ihn gleich weglocken. Ja, ja, ist klar. Eishockey, Kanu fahren und Würsching. Boah, jetzt komm. Boah, das leckt hier aber gerade so. Oh, ich habe auf jeden Fall Epinephrin gefunden. Epinephrin? Mhm.
Dann habe ich gescheite Working Boots gefunden. Oh, leck. Boah, leck das hier. Und dann habe ich... Was ist das denn? Das leckt es hier so rum. Aber die Polizeistation ist zu. Ja. Ich geh gleich hoch. Eine Sprite! Irgendwie! Und eine Tomate! Eine Pristine-Tomate, hey, oder? Nein, ich hab Zombie, ich will den aber nicht. Ja, wer ihn findet, darf ihn behalten. Nee, ich bin gar nicht dafür. Ich hab Boden gefunden, oh mein Gott, kann da nicht sein, dass ich endlich mal vergessen, der scheiß Zombie, der nervt. Oh, doch. Geil, Morphin. Weißt du, Brown Hunter Pants, in Damage, aber das macht mir jetzt erstmal nix. Oh, Zombie kommt zu mir hoch. So. Das ist so ein kriechender Hose. Alter, wenn ich hier oder drin, ich versteck mich hier, geh doch weg, das ist falsch. Jetzt schlagen sie sich schon ums Versteck. Ich geh hoch, ich schmeiß ihn von oben runter. Ja, das geht leider auch nicht mehr, dieses... Ein Baseballschläger, der gehört mir. Was, ein Baseballschläger? Ja, ich hab einen Baseballschläger. Ein Badballschläger. Ich bin hochgerannt und hab ihn einfach mal den Benny geklaut. Military Boots. Ah, da kann ich ein Messer reinstecken, geil. Ich hab grad eine Dose geöffnet. Ich hab Handschellen. Liegt auf dem Boden. Ich sehe sie. Meins. Ja, ist es halt. Ich sehe es nicht. Hier, in der Tür. Im Tür. Ja, ess doch. Ich hab mein. Mein. Das Ding kaputt. Hey, das dritte Mal, dass ich jetzt irgendwelche Dings in Alkoholtinktur gefunden habe. Jetzt ist er drin. Macht nichts mehr. Yes, er ist tot. Mit was hast du das jetzt gemacht? Baseballschläger. Ist das Ding. Das ist eine Säge und Schuhe. Genauso hungrig. Ich habe auch noch mal zwei Dosen Bohnen. Ess doch. Ich kann aufmachen. Ich werf sie dir mal hier auf den Boden. Komm, mach sie mal auf. Das ist auch was. Ich ess mal kurz. Zombie. Hä? Lock ihn hoch. Ich glaub ihn kurz um. Komm. Ey, wieso wird in meinem... Ich habe hier ein Pristine First Aid Kit. Aber es wird nichts angezeigt drin. Und ich kann aber auch nichts reintun. Da ist was drin. Oh, ich habe ihm One-Hit gegeben? Mit dem Baseballschläger? Was? Was bist du denn drauf? Was stimmt mit dir nicht? Was stimmt ich mit dir nicht? Ich habe eine ordentliche Portion Bohnen gegessen. Erstmal von hinten. Bohnen? Lachgaseinspritzung. Bohnen mit Zuckergrün? Gibt's mir gar nichts. Ich dachte, gibt's irgendwie was. Munition oder irgendwie. Gar nichts. Ess erstmal hier, bis ich hungry bin. Hey, ich kann nicht mal meine Racks verpacken, Herr, zum Kotzen. Lass mal kurz meine Bohnen bitte öffnen. Ja, Moment. Ich komm kurz. Da wird nicht so viel. Ah, jetzt kann ich sehen. Wo bist du denn? Ganz oben auf dem Dach. Okay. Jetzt kann ich ja die Zombies umkloppen. So. Nicht schlecht, so ein Schraubenzieher. Ja, mach mal beide Dosen auf und eine kannst du behalten, die eine geschmiert. Ja, darf ich vielleicht auch eine haben, oder? Ja, ich auch eine. Ist meine. Ich hab noch gestillt. Nicht, dass es... Ich will euch ja nicht stören, aber... Wo bist du denn? Ich bin in der... In einem Krankenhaus. Krank. Jetzt ein Bluttest-Kit wäre gut. Ich muss mal meine Blutgruppe testen. Warum? Damit ich hier Blut abzapfen kann? Allein welch Grundes? In welchem Krankenhaus denn? Wo ist das? Ganz am Ortseingang. Ich hab da jetzt ein... Ich hab Verbände, Bandaken habe ich. Ich bin hey, warte mal kurz auf mich. Ich bin an der Kirche. Ich bin an der Kirche. Ja, warte, ich muss hier gerade noch zwei, drei Häuser looten. Bis der Zombie mich gekriegt hat und dann... Komm runter, komm zur Kirche. Ich warte kurz auf den Eddie und dann gehen wir Kirche. Ja, komm. Ich hab eine Orange gefunden. Boah, du lagst, Betty. Hey, hier laggt alles, hey, das ist übel. Geh mal rechts in das Restaurant, da gibt's oft Protectors Cases oder Waffen oder so. Das, also diese Eckhäuser mit dem Restaurant ist schon offen. Gut. Da ist offen. Immer offen. Wart ihr da gerade? Oder Kürbe. Wenn einer einen Baseballschläger in der Hand hat, dann ja, dann mal hier das. Ah, Eckhaus, okay. Ich bin jetzt genau davor. Eckhaus, Restaurant, ich bin oben. Hier liegt ein Walkie-Talkie. Dann nimm das und ruf Hilfe. Ich nehme sicher, falls jemand will, und Shotgun-Munition 4 Schuss nehme ich gleich mal mit. Ey, würde ich aber mitnehmen, wollte ich gerade sagen, hä. Hab ich.
Bipod. Ernsthaft? Ein Bipod? Cool. Ja, aber das Battle Damage zu nehmen. Battle Damage? Boah, leck das, hey, das geht doch nicht. Ja, ein grüner Rucksack. Nee, oder? Ja. Und ich hab einen rosaroten Zombie. Ich hab einen Rucksack, Leute. Oh, noch ein Zombie. Mutti! Noch ein Zombie! Ich hab drei von den lieben Jungs. Wo bist du denn? Ich bin unten auf dem Platz. Unterhalb der Kirche. Ja, komm auf den Platz zur Kirche. Ah, ich bin doch gerade schon da. Ich laufe dir ja gerade schon über die Schnürsenkel. Ja, dann zeig dir nochmal, was schlüpft du dir hinter dir für ein Gummiziefer? Ja, die habe ich gefunden. Mit dem Schlag hier habe ich mal einen Home Run gepackt. Bam, bam! Öfters mal sagen, bam! Los, geht auf down, du Kackviech. Was macht denn der Zombie da jetzt in der Kirche? Ich bin in der Kirche. Ah, ja, er zombidiert dich. Gibt's eh nichts. Sag mal den anderen Zombies mal kurz von mir weg, bis ich den hier drunter habe. Ja, ich sehe, ich weiß. Warte, wo sind sie denn? Ach, die sind ja immer noch bei dir am Spielen. Ja, ich spiele hier gerade mit dem Baseball. Ich bin getroffen worden. Ja, lauf mal weg, du blutest wie ein Schwein. Loote. Ich loote. Warte, ich hol ihn mir. Ich will keine Rex. Ja. Ist er jetzt bei mir? Ist er an mir? Oh nein, er läuft doch nicht so. Oh, der hat jetzt auch mit den anderen getötet. Echt? Gut. Cool. Oh, ich blute, du Rex. Ich blute. Ja, ich hab Rex. Ich brauch Rex. Bitte, Benny. Dankeschön. Daumen, du Schweinehund. Ich blute. Ich würde ja gern. Ja, ich hab Verbandszeug. Aber ich kann hier halt nicht helfen, ich hab nix. Er ist down. So, ich hab Rex, warte, ich verbinde mich. Ja, okay, cool. Ich hab aus Versehen gesplittet. Oh, ich hab Essen. Das wäre nicht schlecht. Hast du offen schon? Ja. So. Kann ich Eat All machen, ohne dass ihr mir jetzt gleich irgendwie 20 Zombies... Ich glaube, ich die 20. Looter-Folge, die wir bisher haben. Das Spiel besteht auch nur aus Looten. Looten, Loot sein, getötet werden. Und getötet werden, genau. Und eventuell noch jemand anders mit in den Tod reinziehen. Ja. Was ist ein Brecheisen? Ein Breck? Ja, ja, nimm das. Ich habe besser wie... Ah, was? Bitte? Sollen wir ein bisschen rumlaufen noch, oder? Hier bin ich. Hier ist eine Sichel. Eine Sichel. Bringt die was? Nicht wirklich. Ich bin gerade auf dem Kirchenplatz. Wo bist du? Ach, die kann ich gar nicht auf die Hände nehmen. Moment. Ist am Kirchenplatz. Ja, warte mal. Wenn du von der Kirche aus... Hier, Haus rechts, direkt, rechts. Ja, dann, wenn du mich siehst, ich wollte ja bloß sagen, dass ich in das Haus reingehe. Okay. Ich gehe in das daneben mit der blauen Tür. Hier liegt ein anderer Baseballschläger, falls ein... Oh, cool. Will. Die Handschuhe gehören mir. So. Hier liegt ein grüner Wolle-Dingens. Da eine Cola. Falschen Schraubenzieher. Wo ist denn der Mark? Ich habe eine schwarze Spraydose. Nehmen Sie mal mit, falls wir auch wirklich mal irgendwas ansprechen müssen. Ich habe keinen Platz dafür. Ja, ich habe einen Rucksack, warte, ich nehme die gleich mit. Liegt unten, gell? Ja. Oh, warte mal. Automunition nehme ich auch mal mit. Wenn wir noch keine Waffe haben, nehme ich alles mit. Was ist denn ein Tracksuit Jacket? What? Benny, brauchst du eine Jacke? Ich hab grad eine. Wenigstens zwei Slots? Drei Slots. Diese blöden Leuchtstäbe findet man überall, oder? Ich hab was zu essen gefunden, kein Tuna. Oh, cool. Esse ich gleich mal. Ganz oben esse. Ah, oh. Ich hab Bier, eine Cola und eine Pepsi, das heißt, wenn jemand was trinken will, ich hab was. Naja. Trinken funktioniert als einziges. Ich gehe wieder raus, ja? Oder brauchst du es nicht? Benki, wo bist du denn? Habt ihr euch den, hat einer von euch durch den Baseballschläger gekrallt? Ja. Aber da auf den Kopf ziehen. Ich habe nämlich gerade die Erfahrung in der Polizeistation gemacht, dass wenn du den Zombie perfekt auf den Kopf triffst, dass du ihn einfach one-hit tötest. Benny, hier ist eine Jacke. Ich habe eine 4-Slot-Jacke. Ja, eine 3-Slot hätte ich.
Eine Kartoffel! Lieber schnell essen, weil... So, und die Spürdosalage ganz unten. Ist der Mark eigentlich gegangen, oder? Weiß nicht, der hat nichts gesagt, ist einfach weg gewesen. Hier mal in das Haus daneben. Ja, ich loot jetzt halt hier gerade ein bisschen die Häuser. Wenn wir uns irgendwas haben... Gefunden. Was? Dann sagen wir, looten uns erst einfach und dann... Treffen wir uns wieder, weil... Ich habe wieder eine Pepsi gefunden. Das muss... Oh, keine Tuna. Schick. Nimm mal Pfeile mit, falls wir mal irgendwie oben craften sollten. Ich hab eine Black-Spray-Dose, 100%. Oh, cool. Auch eine, aber die hat eine 75. Hey, Leuchtstäbe, da könnte ich mir jetzt schon SOS auf den Boden legen. Was ist das denn alles? 8 Schuss, 380 Auto. Shotgun gefunden. Kannst du trinken? Also trinken finde ich hier echt gut. Hm? Du vielleicht? Also die Leute hier in Tschernobyl haben auch nichts Besseres zu tun, als Pepsi und Sprite und Cola zu trinken. Aber einen ganzen Tag, oder? Ohne Witz, und hier überall rum, wie Sand am Meer. Oh, hier liegt eine Shotgun, oh ja. Und du hast doch Munition? Ja, ich habe Munition, aber ich hoffe mal, die passen da rein. Nein, sie passen nicht, wieso? Ach, du hast keine Shotgun, du hast diese andere, diese Doppel. Ach, nee, ich hab die Blaze. Blaze, genau. Verdammt. Ah, eine Pepsi. Ich hab da noch mehr Shotgun-Munition, ich hab's damit. Das war für schon mal gut. Also ich glaube, Leuchtstäbe brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt so dringend, ne? Auch gut, ich Blaze nochmal für die Waffe. Für Munition meine ich. Für die Blaze brauchst du 762 die lang. Oh, ich habe eine Zucchini gefunden. Ich habe ein SKS-Bajonett gefunden. Damit kann man auch Dosen aufmachen. Ja. Ich würde sagen, wir looten hier jedes Haus, das da ist. Ja. Weil hier... Ich habe hier gerade einfach eine Blaze gefunden, eine Schusswaffe. Cool, ich habe einen Burlapsack, aber das ist halt doof. Ne? Hey, du hast doch ein Seil. Nee, eben nicht. Das war ja auf eurer Seite. Auf eurer Seite. Oh, zwei Dosen zu essen. Njam, 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 njam. Jetzt kann ich es mir aber gut gehen lassen. War nicht energized. Ich habe eine Sonnenbrille. Sonnenbrille, das ist wichtig, das ist auch. Ich bin dunkelgrün energized, geil. Oha, wenn man mit einem Bajonett Essen öffnet, dann bleibt noch 79% übrig, das ist voll gut. Ich dachte, da geht 50% davon. Ich habe gerade mit meinem Schraubendreher das Ding geöffnet, da bleiben noch 72 oder 74% sind übrig. Oh, gewesen. Schraubendreher. Schraubendreher, wie viel Schluss? Ja gut, mit einem Messer lässt sich das immer noch besser öffnen als mit einem Schraubendreher. Das stichst du ja Löcher da rein. Ja klar. Ich hab 357 Munition ohne Ende. Ja, wenn jemand Blaze-Munition geben könnte, was brauchen die nochmal? Ah ja. 762. Boah. Was zu trinken? Habe ich auch gerade den Überfluss, also verdursten. Ja, ich habe halt das Problem, ich habe halt nur meine Hunterpants und eine blaue Daunenjacke und das war's auch in Kapazität. Ja, Cornflakes gefunden. Cornflakes, hau sie dir rein, auf einmal eat all. Wahrscheinlich eat all. Wo bist du denn, falls du den mitnehmen kannst, ich habe einen Rucksack, gell? Ja gut, ich bin... Ich habe einen M91 Bajonett. Komm einfach mal kurz auf den Platz. Einen Rucksack! Yeah, baby! Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber der Hund sagt bestimmt sehr schön in Rot. Ich hab meinen in Grün. Gut. Was ist der denn? Ich bin bei so Garagen gerade. Ich glaub, die Cornflakes könnt ihr mitnehmen dann. Boah, was ist besser, ein Baseballschläger oder eine Pickaxe? Eine Pickaxe. Pickaxe.
Pickaxe ist besser. Benny, willst du den. Oh, eine Banane. Willst du den Baseballschläger haben? Ich hab ein Brecheisen. Brecheisen und Baseballschläger haben keinen Unterschied. Ich bin jetzt auf dem Platz, Kirche? Auf der Kirche? Nee, ich nicht. Ich bin da immer weiter die Straße hoch und loote den Turm. Tute den Turm. Weil eigentlich, je schneller wir Häuser durchmachen, umso besser. Ja, das ist. Ach, hier ist ein Brunnen. Es geht halt nur darum, dass wegen den Cornflakes, weil die haben viel Nährwert und kannst ja nicht mitnehmen. Achso, ja, ich könnte sie mitnehmen, aber. Kann ich ein bisschen davon was essen? Weil ich brauche was. Ich bin aber auf jeden Fall hydrated, energized. Und unter dem Tisch bei den Cornflakes lag auch noch Essen. Die Cornflakes lasse ich erstmal, ich mache erstmal die Dose auf. Sonnenbrille. Jetzt noch ein Kompass, das wäre geil. Wissen ja, wo wir hin müssen. Nach Novo. Ist ja nicht. Obwohl, du musst ja eigentlich immer im Prinzip auf den Schienen bleiben. Ja, da kommst du überall hin, wenn du auf den Schienen läufst. Wenn du Schienen orientierst, kommst du von Balota, also Cavenca, wo auch die Military Base ist, über Balota durch, an den großen Städten Elektro-Cerno, rüber nach Krasnostav und am Northwest Airfield. Wahrscheinlich mit Schienen, da kannst du dich richtig gut orientieren. Ja, Schienen. Dunkelgrün. Jetzt. Hellgrün energized, ja, dann esse ich mal Cornflakes, okay? Nein, später. Also ich bin auch dunkelgrün energized. Es ist halt einfach hier ein bisschen heftig. Rex, hat man gerade noch. Jedes T-Shirt muss eigentlich in Rex verreißen, hä? Ja, das mache ich immer, wenn ich helfe. Ich brauche einen Rucksack. Ja. Ein Kompass! Geil. Toll, ernsthaft? Ja. Und eine Mokin! Mosin. Hier gibt es ein Seil. Und eine Schaufel. Benny, welche Schaufel? Ich hab eine Blaze Rival. Eine Blaze? Du auch? Jetzt habe ich sie gefunden, ja. Hey, weißt du, wir haben jetzt schon alle wieder Waffen. Das geht ja mal gar nicht, hey. Aber keine Munition. Ja, ich habe Munition. Zwei verschiedene. Ah, also. Spaghetti gefunden. Ach, das habe ich auch. Ach, ich lange, die hat den Mosin. Ich habe Mosin Munition gefunden. Echt geil, gib her. Wo bist du denn? Achso, egal. Ja, dann splitten wir es ja, weil ich glaube, du kannst die auch nehmen mit deiner Waffe. Ich probiere mal was reinzuladen. Ja, geht. Machen wir halbe, dann haben wir wenigstens ein paar Schuss. Ich hab zwei Schuss, warte mal, habe ich reingemacht. Wir brauchen ja, du kannst ja nur zwei. Ja, warte mal. Wer steht da? Mitten auf der Straße? Mit einer Axt? Nein, das ist ein Baseballschläger. Ah, okay. So, warte mal. Ich nehme mal nur die 5 Schuss. Und nochmal, warte mal, ich muss mehr splitten, damit es fair bleibt, die 2. Ja, das passt schon. Okay, warte mal, Benny, wo bist du? Moment, ich komme gerade raus. Da wo wir in die Richtung gerannt sind, einfach weiter, dann die Straße rechts. Also vor der Polizeistation, dann rechts. Warte mal, ich komme da raus. Geil. Hast gerade 5 Schuss Mosin, weißt du? Ja, aber passt ja, weißt du? Ich meine, gut, da kommt einer. Ist das ein Benny? Da steht ein Zombie auf der Straße. Ja, da. So. Das ist deins. Zombie kommt, ne. Oh, da ist deine Munition. Dankeschön. Haben wir wenigstens Schusswaffen. Gut, dass ich da Munition gemacht habe. Passen bloß 2 rein in diese Place. Ja, ich auch. Ja. Hauptsache Munition. Ja, ich habe auch bis 5 in meiner Mosin und ganz ehrlich, ich weiß ja, ich bin ja der begabteste Mosin-Schütze aller Zeiten. Ich habe 3 57er Munition, 30 Stück. Echt 30 gleich. Das ist eine Spitzhacke. Eine Spraydose, cool. Ich spritze gleich mal meine Mose in schwarz. Die habe ich schwarz hingelegt auf den Tisch drauf. Soll ich sie mitnehmen? Die hat noch 75%. Nehmen wir mit, ich habe auch schwarze Sprühfarbe. Ich habe sie hingelegt, weil ich keinen Platz hatte. Ja. Ah, ja.
Ich habe hier nochmal Spaghetti gefunden. Wieso steht hier auf dem Zettel auf dem Boden, Benny ist doof? Was? Das wäre ja geil. Benny ist blöd. Ach, das ist. Ja, ich habe eine Feuerachs gefunden. Nee. Ist wo bist denn du? Eine Pristine sogar. Das ist geil. Das ist geil. Es ist wieder in so einem Eckrestaurant. Also die Teile, die Eckrestaurants, die lohnen sich ohne Ende. Ich hab eine Green Bandana. Ich hab. Das ist ja ein Zeichen von Freundschaft, wenn man Green Banana Bandana hat. Yellow eigentlich. Ach, Green. Green, ja, ich hab's. Hol ich gleich mal meine Axt schwarz an. Ah, ich hab einen Bullab-Sack und da mache ich mir jetzt mal kurz einen kleinen Rucksack drauf. Ach, hast du ein Dings gefunden? Ein Rucksack. Ne, ich mein. Ein Seil. Ein Rucksack. Du brauchst ein Seil. Ja, das Seil hab ich ja. Ich hätte hier auch einen kleinen Rucksack für dich, Benny. Ich hab einen Zwölfer. Ein Zwölfer, ja. Hab ich auch. Gefunden. Mit einem Iglu drauf, Benny. Ich hab was Stylerisches, sieht viel, viel besser aus. Sieht wenigstens halbwegs wie eine. Kenne Tuna. Feuerachs, sogar Pristine war das, das wundert mich am meisten. Das du, ganz ja, ehrlich, wir können uns eigentlich gerade nicht beschweren. Kein Zombie bisher in der Stadt angriff. Ja, ich sehe aber einen, ich weiß, wo einer ist. Ja, ich. Ja. Da oben, wenn du die Straße hoch. Richtig gut Loot. Wir haben Essen, richtig, trinken habe ich nebeneinander gespawnt, alle. Können wir uns eigentlich nicht nie drüber beklagen? Boah. Oh, hallo. Sieht ja genauso aus wie ich. Was macht ihr denn schon wieder? Verschwörungsplan gegen dich. Ah ja, ist klar. Ihr wollt meine Mosin klauen. Schon wieder ein Rucksack. Jetzt, wo der Benny sich angekraftet hat für die Lederrucksäcke. Guck mal, meiner sieht doch viel stylischer aus. Nee, das glaube ich nicht. Also hier diese Restauranthäuser, die sind gut. Na, immer looten. Also das da ist immer top. Ja, das ist drin. Ach du Scheiße. Cornflakes! Regnet es bei uns gerade, Benny? Ja, nö. Also in real life, meine ich. Nö, glaub nicht. Aber ich hab Bandagen. Ne, was ist denn das? Ein Searing Kit habe ich. Cool. Oh, kannst du mir das mal leihen? Ich habe nämlich bloß eine badly. Eine damaged brown pants. Ich brauche auch mal das Searing Kit ganz kurz. Ja. Komm mal eben auf die Straße. Handschellen gefunden. Ja, die habe ich auch, aber schon wieder weggeschmissen. Bist du das? Nee, das ist der Mann mit der Axt. Dem, 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 dem. Nee, warte, so. Am besten, warte. Wechseln gleich. Erst hier so in der Kampfposition anschleichen. Dem, 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 dem. Tada! Wo bist denn der Benki? Wo seid ihr? Hier, ja, genau. Ja, nein, hinter dir. Wieso guckt denn eigentlich jeder immer in die falsche Richtung am Anfang? Das macht aber jeder komischerweise. Bitte schön. Zuerst. Macht doch nichts. Ich hab dir sogar ab freiwillig gelassen. So, ich jobs dir wieder. Bitte schön. Warte. Ein SKS-Bajonett ist jetzt. Weil du weißt ja, dass du es nämlich nicht nehmen musst. Du kannst ja einfach direkt von der Straße. Ah ja, stimmt. Hey, hier ist ein Erste-Hilfe-Kit, ne? Wo denn? Badly damaged, badly damaged, aber wenigstens zwei Bandagen drin, badly damaged, ne? Dann nehme ich das mal mit. Ah, ich kann's nicht, doch, ich kann's nicht mitnehmen. Ich dachte gerade, ich hab Platzmangel gehabt. Und keine Tuna, sag mal, wer hat denn dieses Haus gelootet? Ach, das war ich, weil ich mich über die Axt so gefreut habe, weil es in diesem Haus hier drin war. Da war lauter Ecken. Ecken hat. Ich hab genug Essen. Oh, verzeih. Ich kann gerade nichts essen. Das Black Spray Paint, nochmal. Hast du kein Schnitzel? Ich kann mein ganzes Essen, damit ich es später nicht machen muss. Ruinierten Bajonett. Kunst. Genauso wie wenn man geflasht ist, nachzuladen. Auch so eine Kunst. Mhm. Ein Weapon Cleaning Kit. Kannst du da fernlassen, so, Räuber.
Benny, komm mal hier rein, hier liegt eine Pickaxe für dich. Pickaxe, wo bist du? In welchem Gebäude? Genau neben dir, wo du gerade standest und gegessen hast. Im Eckgebäude. Oben? Nee, unten, da wo ich drin stehe. Ich guck sogar drauf, aber ich esse halt gerade was. Ja, da, neben sie. Ja. Naja. Komm mal, ich will ja endlich hier hellgrün energized sein, damit ich healthy bin. Hier ist eine Crowbar. Oh, eine schwarze, schöne Double Blaze. Kann ich keine aufwärmen, gell? Eine Zucchini in Pristine, hä? Eine ist auch schwarz, hä? Okay. Essen. Was kann man färben? Blaze. Ach, die Blaze. Pickaxe kann man nicht färben. Pickaxe, nee. Sag mal, hier war doch irgendwo ein Laden. Ey, das ist ein Novo. Oder doch, doch, ich glaube, ich weiß hier, wo der Laden ist. Hier muss doch ein Laden sein. Ich glaube, die Straße weiß, runter. Weißt du, wo der ist? Wenn wir in Richtung Küste rennen, dann direkt an die Ding. Wartet mal kurz, ich muss noch mehr essen. Ich will endlich mal hellgrün energized sein. Und das, ich esse hier schon seit 50 Millionen Jahren 30.000 Dosen. Und ich bin immer noch nicht energized. Ja, hellgrün bin ich jetzt auch noch nicht energized. Ich bin es alles. Boah, da ist so ein Crawler. So ein. Ja. Hat er mich gesehen? Nee, oder? Ich kann gerade nicht, ich esse gerade. Ja. Nee, hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Machst du das gerade? Ja. Ohne was zu sagen, einfach aneinander vorbeigerannt. Da kommt ein Zombie. Echt? Ja. Ein Crawler, oder? Ja. Ich hau ihn um, warte, ich hab die Axt. Das ist besser. Nein, auf mich zu. Komm, ich bin hier. Nein, andere Richtung. Boah. Der Angriff wie Schuss gerade, dachte ich mir. Hey, also mal ehrlich. Was stimmt mit euch? Ich will jetzt endlich weiter essen. Ich will jetzt endlich weggrünen. Ja, guck dich nicht. In dem Restaurant erst Cornflakes. Mhm. Ach, stimmt ja, wegen Healthy und so, ne? Ja, endlich, ich bin hellgrün energisch, jetzt bin ich Healing. Endlich, meine Fresse, wie viel ich da essen musste. So, dann laufen wir denn in Richtung Novo. Wo seid ihr? Grüner Schulrucksack. Hier ist ein Baum umgefallen. Boah. Wo seid ihr denn? Ich laufe gerade wieder in die Stadt rein, weil ich muss hier dringend noch Essen und Trinken finden. Trinken habe ich in Fülle und ich habe noch zwei Dosen. Essen? Ja, wir sollten ja eigentlich nichts verlieren. Boah, hier ist so eine Dings, so eine Pitchfork, also eine Mistgabel. Die ist hier nicht schlecht, hier macht so einen Doppelschlag immer, ne? Du bist runter in die Stadt gelaufen, Richtung Küste? Nein. Da haben wir voll noch gar nichts gelootet, nur so zur Info. Aber unten war mein Crawler. Das ist das hier. Oh, warte, ich hab einen Zombie. Glaube ich. Uns regnest du. Ja? Boah, ich hör einen Zombie schreien. Winter Hunter Pants. Geil. Das war's. Was, du hörst einen Zombie? Ein Zombie. Ein Bombi. Wieder auf dem Kirchplatz, gell? In der Nähe. Ja, ich auch gleich.
Boah, ich nehme den coolen Cowboy-Hut hier. So viel Lux, was muss sein im Cowboy-Hut. Ja, toll. Ich hab Boden gefunden. Hey, wie Glück hast du denn? Bohnen, ich hab Glück zum Essen. Also, Essen habe ich 1, 2, 3. Die Dosen habe ich. Drei Sachen habe ich und eine Dings und eine. Und eine. Ah, bei mir ist der Zombie. Ich habe ihn gefunden. Ich bin jetzt vor der Kirchen. Oh. Ah. Ich sehe dich, ich bin direkt gegenüber von dir. Ja, ja, ja. Auf links. Ah, ja. Wieder ein Schulrucksack. Da ist ein Zombie, steht da vor der Tür, oder ist der schon wieder tot und. Ich habe da vorhin einen umgekloppt, ja. Kann sein, dass er so das. Bewegt sich nicht alles recht. Billig Tactical Bacon, glaube ich, aber ich kann es nicht aufnehmen. Ich bin jetzt schon mal die Straße dann runter. Küste? Richtung Felsen runter, ja. Richtung, ja. Raus kommst rechts und geh wieder rechts. Oh, Zombie? Wo? Kniender Zombie. Ah, Tactical Bacon, geil. Ein Crawler? Essen finden ist gerade wichtiger wie Zombie. Boah, jetzt, Zombie. Seid ihr denn? Seid ihr an so einem kaputten Bus vorbei? Nee. Boah, ich bin nicht rein. Hilfe. Was denn? Wo denn? Boah, ich blute. Ich weiß echt nicht, wo ihr seid. Wo hast denn du die Firefighter-Akte, Herr Benny? Ich habe gefunden und hat das Ding. Ach, und hast nicht belegt gehabt. Ah, shit. Das ist ein Sporter mit Munition. Sporter mit Munition? Wenn einer von euch eine Sporter nimmt, habe ich schon wieder zwei Schuss mehr. Ich habe keine Sporter. Sporter ist scheiße. Gute weiter am Kirchplatz. Ich habe 18 Schuss gefunden für die Mosi. Oh, geil. Können wir nachher noch mal ein bisschen splitten. Zu essen. Oh, ich hab einen Fisch. Boah, Zombie! Fuck, hey, weg hier. Hey, die hörst du gar nicht mehr, kann das sein? Irgendwas. Vielleicht packt der Sound bei denen gerade wieder rum. Oh, zwei Zombies! Ich hab. Lauf vorbei. Hochberg. Was? Hochlauf ist sicher nicht ein Berg hoch. Ich bin hinter dir. Bleib kurz stehen. Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Okay, gut. Zombie tot. Nochmal einer? Wo? Da muss nochmal einer sein. Ich hab zwei im Schlepptau. Ja, ja. Ich komm wieder. Achtung, hinter dir. Da müsste jetzt gleich einer kommen. Hier noch keinen. Ist jetzt zu den Gleisen gelaufen? Ja. Bin ich bei den Gleisen, ich bin immer noch beim Kirchplatz und überlege, welche Richtung ihr gelaufen seid. Berg runter. Ich hol dich. Ah, warte, ich seh dich, glaube ich. Ja, da war ich doch. Nee, warte mal. Ja, ah, da bist du. Ja, genau. Lodas, mach mal bitte F2. Ja, danke. Willst du deine Axt sprayen? So, aber ich glaube, das war schon wieder eine Folge, ne? Oder? Kann das sein? Ja, ich hab dir Sprayfarbe hingeworfen, wenn du die willst. Oh, nicht. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, bye bye ein bisschen, oh, Zombie. Bye bye und bis zum nächsten Mal bei Let's Play DayZ mit dem MMCR-Clan. Tschüss!